Mit 14 Jahren fing als Schiffsjunge an. Er war der Jüngste, aber war schon ein Mann. Ein Mann wie ein Baum und stark wie ein Bär. So fuhr das erste Mal über das Meer. Sie hieß Mary Ann und war sein Schiff. Hielt die Treue, was keiner begriff. Es gab so viele Schiffe, so schön und groß. Die Mary Ann aber ließ sie nicht los. Die Mary Ann aber ließ sie nicht los. Als Seemann hatte seine 18 Karat. Und nach der dritten Reise, da war schon matt. Und jeder Kapitän war hinter ihm her. Doch fiel ihm das Wechseln so furchtbar schwer. Sie hieß Mary Ann und war sein Schiff. Hielt die Treue, was keiner begriff. Es gab so viele Schiffe, so schön und groß. Die Mary Ann aber ließ sie nicht los. Die Mary Ann aber ließ sie nicht los. Und als eines Tages erster Steuermann war, da liebte ein Mädchen mit strohblondem Haar. Gab ihr sein Herz, doch sie war ihm nicht treu. So fuhr bald wieder zur See, ahoi. Sie hieß Mary Ann und war sein Schiff. Hielt die Treue, was keiner begriff. Es gab so viele Schiffe, so schön und groß. Die Mary Ann aber ließ sie nicht los. Die Mary Ann aber ließ sie nicht los. Nach jener Reise schwur jetzt musste ich ab. Schwur sie als Kapitän, doch sie wurde sein Grab. Mary Ann sank am 19. Mai bei einem Orkan vor der Hudson Bay. Sie hieß Mary Ann und war sein Schiff. Hielt die Treue, was keiner begriff. Es gab so viele Schiffe, so schön und groß. Die Mary Ann aber ließ sie nicht los.